Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gonav. Wir schauen uns jetzt den Iveco SWA 480 Semi an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Lazy the Dog, gibt es nur für PC/Mac. Findet ihr einmal unter Mods und DLCs und dann hier Iveco SWA 480 Semi. Schauen wir uns das gute Stück an. Iveco SWA 480 Semi, 480 PS Leistung, manuelles Getriebe, also eigentlich Automatikgetriebe, aber hier halt manuell. 400 Liter Diesel, 6 Liter AdBlue, 83 km Max Speed, 8,9 Tonnen, 80.000 glattende Anschaffung, 4080 im Leasing. Ein paar Config-Blöcke haben wir auch. Wir haben Spoiler, wir haben Rundumleuchten, Add-ons, Spiegel, eine Bullbar, Airhorns, also Lufthörner, Hauptfarbe, Felgenfarbe und Kennzeichen müssten dementsprechend neuen Config-Blöcke sein, sofern ich mich nicht verzähle. Habe. Spoiler gibt es ja oder nein? So, hinten halt dementsprechend ja mit dran. Bacon Lights, also sprich Rundumleuchten, ja oder nein? Add-ons, ja oder nein? Beziehungsweise haben wir dann hier bei Add-ons None. Dann haben wir hier einmal hier Sideskid, also sprich Tankabdeckung in dem Falle. Dann haben wir einmal Walkmesh, also sprich hier die Platten. Zack, ne, dass man drüber latschen kann. Das Ganze dann auch auf beiden Seiten. Hier in dem Falle mit Stufen. Ne, oder halt gar nichts. Mirrors, also sprich Spiegel, entweder in Plasteroptik oder halt in Hauptfarbenoptik. Bullbar vorne, also ne, Stoßstange, ja oder in dem Falle nee. Dann haben wir Lufthörner, ja oder nee. Hauptfarbe lässt sich in diversen Farben mit ändern, gibt dementsprechend auch individuell Farben dazu, aber auch natürlich die Standard-Giants-Farben, je nachdem, wie ihr das Ganze handhaben möchtet. Sollte für jeden was dabei sein, auch so ein bisschen Metallic-Matt-Look mit da drinne. Ganz nett. Felgenfarbe, bekanntermaßen Felgenfarbe, Kennzeichen, bekanntermaßen Kennzeichen. So sieht das gute Stück in dem Fall aus. Wir haben vorne riesengroß draufstehen Iveco. Wir haben hier in der Front dementsprechend noch Lichter/Blitzer mit drinne, Fahrtleuchten und Blinker, Kennzeichen. Oben diese Michelin-Männchen sind immer mit dabei, die können ihr nicht abwählen. Genauso wie hier oben die Lichtleiste. Rundumleuchten links, rechts, sofern ausgewählt. Lufthörner links, rechts, sofern ausgewählt. Ein Dach, beziehungsweise Dachscheibe, kann man durchgucken. Ihr seht, haben wir überall Kollisionen, klitschen also dementsprechend auch nirgendwo durch. Dann hier S480, so wie es auch mit angegeben ist. Ansonsten normale Bereifung, 385/65 R22,5 von Continental mit drauf, das Ganze vorne und hinten. Hier jetzt im Endeffekt Tankabdeckung mit diesem Mesh mit dazu, dass man sich ja auch bewegen kann. Sattelplatte, die lässt sich auch verschieben, kommen wir nachher noch dazu. Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten, Kennzeichen, hier noch Schmutzfänger, Iveco. Genauso wie hier hinten noch zwei Arbeitsleuchten hinten mit dran, auch eine nette Geschichte. Gegenüberliegende Seite hier das gleiche in grün. Der Innenbereich sieht soweit auch ganz nett aus. Links, rechts Spiegel, aber ihr seht schon, die Spiegel haben hier noch keine Funktion. Beziehungsweise, die sind halt so, naja, diese blind sind sie auch nett, aber sie zeigen auch nicht wirklich an, was Phase ist, ne? Ansonsten in der Mitte Lenkrad mit Iveco-Gedöns. Vorne Armaturen in dem Falle. Rechts hier Monitor, wo auch nochmal Iveco Navigation mit draufsteht. Das ist soweit alles ganz nett, wenn wir vielleicht ein bisschen näher rangehen. Ne, sehen wir auch hier vorne. Vom Dashboard her ist ein bisschen unscharf. Ja, hat man schon ein bisschen schärfer bzw. ein bisschen knackiger das Ganze gesehen, aber ansonsten ja, hinten halt Bette noch mit drin und das war's. Ist jetzt halt nicht das größte Fahrerhaus hier generell, ne, aber ansonsten ist es in Ordnung. Hier oben wäre eigentlich ja noch CB-Funk und Toy Collect und den ganzen Spaß, das ist alles noch ein bisschen angedeutet, ne, also wirkt noch nicht so hundertprozentig fertig das Ganze, aber ja, ist soweit in Ordnung. Auch wenn wir da bei anderen LKWs schon mehr Details generell gesehen haben. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, Sound ist soweit in Ordnung. Wir haben so ein gewisses Brummen, Dröhnen, nenne ich es mal, aber nur so ganz leicht. Ne? Jedenfalls so das, was ich wahrnehme, ist jetzt aber auch nicht soweit störend. Ansonsten so der Rückwärtssound kann man ja bereits. Ansonsten der normale normaler Fahrsound ist soweit auch in Ordnung.
Mich würde jetzt mir nichts einfallen, wie wo was, ne? Aber ihr wisst, beim Sound ist ja jeder so anders empfindlich, müsst ihr entscheiden. Aber ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall nicht der Standard MAN-Sound aus dem Spiel. Soweit steht das ja schon mal fest. Thema Funktionalität, ihr seht, beide Hände sind soweit hier am Lenker. Ist leider viel zu dunkel da drin, um zu sehen, dass mit den Beinchen irgendwie gearbeitet wird, ne? Aber Hände am Lenker sind auf jeden Fall schon mal. Das gleiche gilt für hier vorne. Die Armaturen sind soweit hier mit animiert, wie ihr seht. Ne, auch wenn das in der Mitte in dem Falle nur Dekoration ist, also da tut sich nichts. Links und rechts aber bei KMH und RPM, da tut sich soweit was. Wir sind jetzt hier laut Anzeige so ungefähr bei 50, sind hier bei 35. Ne, also das haut nicht wirklich hin, aber Animationen sind da in dem Falle schon mal mit dabei. Wie schon am Anfang gesagt, die Spiegel haben momentan noch keinen Zweck. Die sind halt mehr oder weniger da, aber auch irgendwie nicht. Das ist schade, ansonsten gibt es jetzt hier drinnen nichts weiter. Wenn ich einmal in die Nacht reingehe, wenn ich separat hier Blinker anschalte, seht ihr, da passiert nichts. Beleuchtungstechnisch gesehen wiederum haben wir das hier vorne mit drin. Ne? Auch wenn die Tachonadeln nicht beleuchtet sind, sodass man es relativ schlecht sieht, wie über was hier. Aber ansonsten, da haben wir das schon mal. Ne? Immerhin etwas. Wenn wir uns einmal die Blinker anschauen, die sind einmal hier an der Seite drin, links, rechts und dann einmal logischerweise hier hinten. Reflektieren soweit auch, das gleiche gilt für die Rundumleuchten. Einmal da vorne, beziehungsweise hier oben und dann einmal hier vorne mit drin. Das sieht soweit auch alles schick aus, auch wenn die vorne keine Reflektion in dem Fall haben. Ansonsten, ja, Standlicht, Fahrtlicht, ne? Dann hier noch die Lichtbar mit oben und dann einmal hinten noch das hintere Arbeitslicht. Numpad 5 ist dann im Endeffekt hier ne, Fahrtlicht plus die Leiste oben. Numpad 6 ist hinten in dem Falle nichts. Da schaltet ihr hier noch die zusätzlichen Scheinwerfer hier mit an. Und mit Steuerung, also Steuerung links und F, was ja eigentlich fürs Fernlicht ist, macht ihr hier hinten die Arbeitsleuchten an und auch die Seitenmarkierungsleuchten hier. Und ihr macht dann hier vorne separat auch nochmal ne, die Teile hier mit an. Obwohl das dann separat hier keinen weiteren Lichtkegel ergibt, weil das ja hier schon mit an ist in dem Falle. Ansonsten 1x F, 2x F, 3x F, 4x F. Ne? Also über die normale F-Steuerung kommt er auch auf dieses normale Gedöns hier mit dazu. Wenn er aber halt separat, also ihr könnt jetzt zum Beispiel normal, also einmal, zweimal, das ihr normal habt. Und dann nochmal mit Steuerung links und F das halt so einschalten. Dann ergibt das auch einen Sinn. Ne? Also von daher kann man alles soweit machen. Rückwärtsleuchten sind soweit auch da. Reflektieren in dem Falle auch. Hube. Ist okay. Passt für eine LKW-Hube. Könnte ein Tick lauter sein. Aber ist bestimmt auch wieder Geschmackssache. So. Dann machen wir einmal kurz hier wieder den Regen weg. Denn wir haben noch ein bisschen Spielereien hier mit dabei. Und zwar mittlere Maustaste gedrückt halten. Nach links und rechts. Könnt ihr hier hinten einmal eure Achse anheben bzw. senken. Ist gerade fürs Ansatteln. Immer eine nette Geschichte. Rechte Maustaste gedrückt halten, nach links und rechts könnt ihr halt hier die Sattelplatte verschieben. Auf einen gewissen Satz hier, ne? Also bis hierhin Maximum. Und hier ist dann auch dementsprechend Maximum. Ist auf jeden Fall eine nette Geschichte. Der Rest ist soweit scheint Standard, also kein Simple IC oder Easy oder sonst was verbaut. Ne? Das alles hier normalo. Ansonsten 83 km/h Max Speed, wird auch erreicht. Das Lenkrad eiert ein bisschen. Ne? Also sieht man, merkt man gerade hier so im Stand. Ne? Aber ansonsten geht das eigentlich soweit auch vollkommen klar. Und dann machen wir einmal hier einen Trailer hinten mit dran. Nehmen wir wie immer das Krone-Teil. Eigentlich immer am besten zu zeigen. So. Na, wenn man es jetzt ganz genau machen will, ne, könnte man jetzt hier rein theoretisch den hier machen. Na, so zack. Bla und hier und whatever. Ne? Das sind dynamische Kabelschläuche, sind soweit mit dabei. Rechte Maustaste kann ich jetzt hier zum Beispiel, wenn mir das zu enge ist, halt die Sattelplatte noch ein bisschen weiter nach hinten schieben oder halt ein bisschen näher ran. Je nachdem, ne, ihr seht, die Verschiebung funktioniert auch damit alles ohne Probleme. Und ich kann selbstverständlich auch ohne Probleme hier mit dem Trailer rumfahren. Klitschen wir nirgendwo rein, dank der variablen Sattelplatte. Jo, Thema Lok, fast sauber. Wir haben hier oben eine Warning und einen Error mit drin. Die Warning bezieht sich darauf, dass es zu groß ist für die Konsole. Wird nicht vor der Konsole erscheinen. Es steht trotzdem mit drin. Und eine Warning, dass auch irgendeine Datei zu big ist. Ne? Wird euer Gameplay jetzt nicht beeinflussen. Steht trotzdem mit drin. Merkt man trotzdem mit an. Ansonsten MB-Zahl technisch gesehen irgendwas um die 50, 60 MB. Kann man soweit machen.
obwohl eigentlich hier drinnen noch ein paar mehr Details kommen könnten, gerade was die Spiegel angeht und so. Mal gucken, ob es danach Updates gibt. Download-Link inklusive Bewertung wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, oder Renne. Tschüssikowski. Tschüss.